Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Bei einer Arena, die ich noch auf Gold bringen muss. Und ich habe gerade noch ein Kickly-Rate hier drauf geschafft. Ja, ich habe jetzt 5 Minuten in die Kamera geredet, bis ich gecheckt habe, dass die Kamera nicht läuft. Dementsprechend stehe ich jetzt einfach nur hier und blende euch das ein, was ich gerade gesagt habe, weil die Bildschirmaufnahme nimmt natürlich auch Ton auf. Also hört ihr das jetzt. Könnte ein bisschen asynchron sein. Hab den Kickly-Rate gemacht und über ein paar Sachen geredet. Und ich stehe hier einfach nur im Bild, damit ich ein Bild dazu habe. Und jetzt ich einfach nur meinen Bildschirm einblende mit Ton, wo ihr euch dann denkt, was ist da los? Also stehe ich jetzt einfach hier, aber ihr hört die Stimme von der Bildschirmaufnahme und den Kickly-Rate. Ja, toll. 5 Minuten einfach hier stehen. So, gerade noch rechtzeitig zu diesem Kickly-Rate geschafft. Erstmal, oh hey, da, was geht ab, Leute? Komm hier, setz euch mal irgendwo ab. So, muss kurz mein Team auswählen. Mal schauen, ob ich noch was hab. Viele Sachen sind einfach tot. Okay, so, wird schon passen. Ja, letzter Tag vom Event. Musste unbedingt diesen Rate hier noch schaffen. Läuft bereits in einer Minute aus. Weil, doppelte Arena-Punkte. Ich habe das ganze Gebiet hier schon fast auf Gold. Außer die Arena. Ja, die ist einfach nur Anfang Silber. Weil, jedes Mal, wenn ich mich reinsetze, werde ich direkt danach gekickt. Bei den anderen Arenen hocke ich wenigstens ein paar Stunden, manchmal sogar Tage. Okay, Tage ist übertrieben, aber ein Tag. Nur hier halt gar nicht. Dementsprechend dieser Arena leider nicht Gold oder nicht mal annähernd Gold. Aber die anderen halt schon bald. Das heißt, ja, ich muss demnächst nur für diese Arena hierher kommen. Was halt schon ein bisschen, ja, nicht effektiv ist. Dementsprechend hilft dieser Raid natürlich sehr. Ansonsten sind wir heute Abend live. Mal schauen, ob direkt ein nächstes Event angekündigt wird. Ihr seht das hier erst Mittwoch. Also ihr wisst schon, ob ein neues Event am Start ist oder nicht. Und wenn ihr das hier seht, dann ist auch die legendäre Mittagspause. Ich lade meine Videos ja immer ungefähr um 12 Uhr hoch. Und heute Mittwoch, also morgen Mittwoch für euch, heute Mittwoch, 12 bis 13 Uhr, oder? Ja, 12 bis 13 Uhr, legendäre Mittagspause. Auf jeder Arena, wo es halt möglich ist, ein legendärer Raid. Ich glaube, ich bin unterwegs in der Innenstadt. So, ja, viele Arenen sind am Start. Versuche da so viele wie möglich zu machen. Viele Arenen, die ich noch auf Gold haben will. Ich brauche ja jetzt nicht unbedingt noch Dialga. Hab meinen 98er mir gegönnt. Checkt das Video ab. Und bevor ich es wieder vergesse, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. So, machen wir das Kickli hier fertig. Euch natürlich viel Glück, viel Erfolg bei der legendären Mittagspause. War ja recht zwiegespalten die Meinung zu dem Event. Ich meine, ich sag's mal so. Jeder, der nicht raiden kann während der Mittagspause, der konnte so oder so nicht raiden. Also das Event nimmt euch ja nichts weg. Ihr könnt halt nur nicht mitmachen. Und X-Raids sind auch. Also auch da viel Glück. Sollte demnächst die neue Form kommen, also nicht mehr viele Versuche. Mal schauen, wie viel ich mache. Ich habe morgen leider ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe demnächst generell eine Menge zu erledigen. Ihr wisst ja, Harry Potter Go, Wizards Unite wurde angekündigt. Das könnte jederzeit kommen. Und da bin ich natürlich direkt am Anfang am Start. Werde da eine Menge zocken, Videos dazu machen. Das heißt, wahrscheinlich 2 Videos am Tag. Ein Harry Potter Go Video, ein Pokémon Go Video. Keine Angst, ich werde Pokémon Go nicht aufhören, deswegen. Es werden beide Videos kommen. Würden aber natürlich hart. Musste jetzt auch schon ein Projekt abbrechen. Weil ich einfach glaube, dass Harry Potter Go zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Um das Projekt, also Arbeitsprojekt. Ja. Nicht machen zu können. Schauen wir mal. Bin gespannt auf das Spiel. Jetzt erstmal hier Kickly. Dann, ja, dann gehen wir über Events allgemein, glaube ich. Events und Motivation und To-Do-Listen. Ja, da gibt es auch wieder ein bisschen Diskussion. 100er Kickly brauche ich jetzt nicht, weil ich habe sogar einen. Nocturne bräuchte ich noch. Oder Capoeira. So, gib mir die saftigen 2000 Arena-Punkte. So. Kickly, komm her. Ah ja, wenigstens kann ich ihn tauschen. An eine Kollegin. Ah ja, perfekt. Die mir einfach so einen Korb letztens gegeben hat.
aus dem Nichts. Ja, ich meine schon dich. Alter. So, IV-Check. Oh. Vielleicht auch nicht, vielleicht behalte ich den. Muss mal schauen. Ah ja, ich habe gestern ein Video hochgeladen. Also für euch, also für mich heute, für euch gestern, wo ich die IV-Rechner abgecheckt habe und beide verglichen habe. KalkiV und PokeGenie. Könnt ihr auch gerne abchecken. Weil dann könnten wir jetzt genau nachschauen, ob das ein 98er ist oder nicht. Problem ist, der Screen Recorder läuft dann nicht, wenn ich die IVs abchecke. Okay, das müsste reichen. Ihr müsstet jetzt auf dem Laufenden sein. Ich habe hier in der Zwischenzeit die Arena platt gemacht, mich reingesetzt und gefüttert. Und ich weiß noch, ich habe da abgebrochen, wo ich die IVs vom Kickly gecheckt habe. War nur 91 bis 93, also einen kannst du gerne haben. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ihr noch gehört habt oder was nicht. Aber ist auch egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. So Leute, ich habe hier noch einen Rage-Schnell mitgenommen. Alola Kokowai. Kann ich immer noch gebrauchen, einen guten. Und natürlich 2000 Arena-Punkte, vor allem an der Arena. Da wohnt einer direkt da dran. Jedes Mal, wenn ich mich reinsetze, direkt wieder draußen. Also die Arena da wird richtig leint. Joses Platz. Hab hier einen Alola Kokowai. Und jetzt habe ich noch zwei Anmerkungen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Was ist denn das? Auf jeden Fall habe ich noch zwei Anmerkungen bezüglich dem Video von gestern mit den IVs und den IV-Rechnern. Erstmal KalkiV. Und zwar könnt ihr beim Fangen die IVs abchecken. 93 bis 96. Sehr interessant. Weil, ja, so einen guten habe ich nicht. Den kann ich gebrauchen. So, und gefangen. Ich habe mal einen Screenshot für euch gemacht, wie das so aussieht. Und Attack 15. Oh, mein bestes Alola Kokowai bisher. So, und die zweite Anmerkung ist, dass PokeGenie auch die Option hat, anzuzeigen, wie viele Bonbons und wie viel Staub man noch braucht. Und zwar geht er einfach oben rechts auf den Taschenrechner. Genau hier. Und dann könnt ihr sogar hier eingeben, welches Level. Ihr könnt das dann rüberziehen bis Level 40. Der ist jetzt halt schon 37, aber sagen wir, er wäre niedriger. Dann könntet ihr sogar mehr Level auswählen. Also nicht nur einfach nur Max Level 40 anzeigen, sondern irgendwas davor. Zum Beispiel für Leute, die auf Breaking Points und sowas achten. So Leute, ist der nächste Tag. Gestern Abend wurde kein neues Event angekündigt. Ja, und passend dazu momentan wieder mal so eine kleine Diskussion. Zwecks zu viele Events, zwecks Zocken, zwecks Motivation. Ich habe dazu einen lustigen Post auf Instagram gepostet. Zeige ich euch mal. Könnt ihr gerne abchecken. War nicht ganz so ernst gemeint von mir, aber doch mit einer kleinen Prise Wahrheit. Und zwar steht da, Eulers Pokémon Go Serious Business. Oder wird es langsam zu einer Last? Es kommen immer mehr Aufgaben dazu, die man jeden Tag erfüllen muss. Zum Beispiel Stop des Tages, Fang des Tages, ein Raid, 50 Arena-Münzen sammeln, Quest erfüllen und Stempel abholen, 20 Geschenke öffnen, Geschenke verteilen, 3 PvP-Kämpfe, ein Trainerkampf, ein Spezialtausch, Farbigel, alle 7 Tage Meltdown-Box fangen und natürlich jeden Tag Hongs Video schauen. Der letzte Teil war natürlich nur ein Scherz, aber solltet ihr echt machen. Es klingt nach einer Menge Arbeit und einer Liste, die immer länger wird. Aber die Kommentare waren ganz cool. Genau das, was ich eigentlich meine Meinung. Und zwar, keiner zwingt dich dazu. Solange du Bock hast, mach das, was du willst. Ist keine Last. Solange du halt Spaß daran hast. Und wenn du es halt nicht machst, machst du es halt nicht. Dementsprechend dasselbe gilt für Events. Weil momentan wieder viel gemeckert wird, was halt krass ist. Es wird gemeckert, es wird gelitten, dass zu viele Events da sind und die Leute mal ein Kein-Event-Event wollen. Totaler Schmarrn. Jeder sagt, also nicht jeder, aber die ganzen Leute wieder im Internet, sie brauchen eine Pause. Shoutout geht los an meinen Kollegen Noah von MeinMMO. Wobei diesmal ist es kein Shoutout, diesmal ist es eher Shots Fired. Weil er hat einen Artikel geschrieben, zu viele Events und was ihn daran stört. Ich habe da meine Meinung, eine ganz klare, direkte Meinung. Wenn ihr eine Pause haben wollt, dann nehmt euch eine Pause. Niantic ist dafür nicht verantwortlich. Ihr müsst nicht jedes Event mitnehmen, das ist euer Problem. Falls ihr keine Pause machen könnt, dann habt ihr ein Problem. Ihr werdet nichts verpassen oder dieses ich verpasse was Gefühl. Ich kenne das. Das hatte ich ganz früher 2017, wo ich noch süchtig war. Ja, und dann 2018 hatte ich Arbeit. Einfach Prioritäten. Und dann war es mir halt egal. Nehmen wir zum Beispiel jetzt dieses Event. Ja, ich habe eine Menge gezockt. Ich habe viel geradet. Ich habe viele Arenen gemacht. Ich habe Staub ein bisschen nebenbei gemacht. Ja, was wäre, wenn ich das Event nicht genutzt hätte? Da hätte ich ein bisschen weniger Staub, ein bisschen weniger Raids und die Arenen wären ein bisschen weniger fortgeschritten. Na und? Das ist die Frage. Na und? Zockt es doch einfach, wenn ihr Bock habt. Zockt es doch einfach, wenn ihr Lust habt. Zockt es doch einfach, wenn ihr Zeit habt. Und wenn nicht, dann nicht.
Ist doch vollkommen egal, Leute. Langsam langweilt mich das. Nicht Event. Wir brauchen eine Pause. Nehmt euch eine Pause, Leute. Heute ist ja auch zum Beispiel diese legendäre Mittagspause. Und da beschweren sich auch wieder so viele, dass die währenddessen keine Zeit haben. Ja, dann habt ihr halt keine Zeit. Und jetzt? Wäre das Event nicht, dann hättet ihr um diese Zeit auch keine Zeit und würdet nichts machen. Und jetzt während der Zeit, wenn das Event ist, habt ihr halt keine Zeit und macht nichts. Für euch ändert sich dadurch gar nichts. Ich weiß, Pokémon Go ist serious business, aber ihr dürft das echt nicht so ernst nehmen, Alter. Und das sage ich, Alter, der jeden Tag zockt, eine Menge zockt und sogar zocken muss für Videomaterial, aber ihr müsst da echt ein bisschen runterkommen, Leute. Gönnt euch eine Pause, nehmt einen Schritt zurück von diesem Spiel, aber erwartet nicht von Niantic, dass sie, also jetzt ist kein Event, aber erwartet nicht von Niantic, dass sie kein Event machen, nur um euch eine Pause zu gönnen. Wenn ihr eine Pause braucht, macht einfach eine Pause. Keine Angst, Leute, ihr verpasst nicht wirklich was. Aber das war's erstmal wieder von mir. Ich weiß nicht, ob ich wieder zu direkt, zu radikal war, aber das ist so meine Meinung. Was ich so momentan wieder online mitbekomme, da denke ich mir auch wieder. Alter. Auf jeden Fall wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Euch viel Glück heute bei der legendären Mittagspause, falls ihr am Start seid. Und bei den Deoxys X-Rays. Ich bin auf jeden Fall am Start. Video seht ihr dann morgen wahrscheinlich. Ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Ja. Aber nimmt das nicht zu ernst, Alter.